Ja, für Herrn Gröning war das natürlich sehr anstrengend, was bei seinem Alter nachvollziehbar ist. Er hat sich aber, soweit ihm das möglich war, hier ausführlich zur Sache geäußert, zu seiner Tätigkeit in Auschwitz und hat insbesondere auch betont, dass er sich moralisch durchaus schuldig fühlt, dass er in Reue und Demut vor den Opfern steht und dass das Gericht letzten Endes über die strafrechtliche Schuld wird entscheiden müssen. Hier am Beginn eines sehr langen Verfahrens, sodass man hier und heute kaum etwas sagen kann, was am Ende bei herauskommen wird.